Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Ihr seht es, ich bin gut gelaunt. Warum? Wir haben gutes Wetter draußen. Es ist trocken, nicht zu heiß. Und was heißt das? Ideales Flugwetter für den zweiten Teil über die Hubson Cinodrone. Im ersten Teil haben wir den Kopter gemeinsam ausgepackt. Ich habe euch technische Daten genannt und meinen ersten Eindruck von der Verarbeitung und so weiter. Und heute werden wir gemeinsam das allererste Mal mit diesem Kopter fliegen gehen. Und hier bin ich natürlich schon sehr gespannt, wie gut sind die Flugeigenschaften, wie schlägt sich die Kamera, arbeitet das Gimbal-System gut? All das werdet ihr natürlich hier gleich erfahren. Ich werde beim Fliegen live kommentieren. Ich werde mich aber nach dem Fliegen nochmal zu Wort melden, denn dann habe ich die Foto- und Videoaufnahmen nochmal auf einem großen Monitor gesehen und kann euch genau beschreiben, wie ich das Footage so finde. Bevor das Intro kommt, noch eine Info an euch. Ihr wisst ja, ich möchte hiermit die neuesten Produkte, Drohnen, Kameras, Technik allgemein zeigen. Und gestern Nacht habe ich eine neue Drohne bestellt, und zwar diese hier. Ich werde euch noch nicht genau sagen, was das für ein Kopter ist, aber dieser Kopter behauptet von sich, hey, ich bin für um die 150 bis 160 Euro ein DJI Spark-Konkurrent. Und das sind natürlich krasse Worte, ein DJI Spark-Konkurrent für um die 150 Euro. Kann das sein? Das werden wir natürlich gemeinsam rausfinden, wenn der Kopter bei mir eingetroffen ist. Dauert jetzt 2 bis 3 Wochen oder sowas. Deshalb, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, um auch dieses Video nicht zu verpassen. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit der Hubson Cino. Viel Spaß dabei! Ihr seht es schon, die Drohne steht da vorne auf meinem Rucksack, also bitte nicht wundern, wenn ihr gleich beim Starten auf dem Screen des Smartphones erstmal so einen schwarzen Balken seht. Das ist kein Bildfehler, ist ein Stück Rucksack. Das ist das allererste Mal, dass ich eine Hubson-Drohne fliege, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich diese schlagen wird. So, und jetzt ist auch das Menü eingeblendet, denn die App haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das ist eine allgemeine Hubson-App, mit der man quasi mehrere Drohnen auch steuern kann von dem Hersteller. Was mir direkt positiv an der App auffällt, alles ist sehr schön clean gehalten, die Icons sind schön lesbar und alles ist ganz gut dargestellt. Ich glaube, diese Drohne ist auch für Anfänger nicht nur wegen dem Preis gut geeignet, sondern auch, weil man hier gar nicht so viele Optionen hat. Man kann nicht so übertrieben tiefgründig ins Menü gehen und so viel einstellen, von dem man überhaupt nicht weiß, was das ist. Also es ist sehr simpel gehalten. Seht es ja, wenn ich hier so ein bisschen die Reiter durchgehe, dann sieht man auch sofort, okay, hier stelle ich die Return to Home Höhe ein. Also die Höhe, auf der die Drohne zurückkehren wird, das testen wir natürlich gleich aus. Habe ich auf 35 Meter gestellt. Zur App alles sehr selbsterklärend. Ihr seht unten die Parameter wie Höhe, Entfernung, Geschwindigkeit. Auf die Geschwindigkeit bin ich gespannt. Wir haben ja so einen Normal- und Sport-Switch auf der Steuerung hier und ich konnte nirgendwo rauslesen, wie schnell dieser Kopter ist. Deswegen bin ich gespannt, wie schnell er denn gleich sein wird. Neben der Karte, die sich hier befindet, haben wir Funktionen, die der Kopter drauf hat. Da gehen wir mal ganz kurz schnell durch. Wir haben den normalen Modus, wir können Wegpunkte setzen, wir können uns umkreisen lassen, Follow-Me-Modus, kreatives Video, Linienflug und ein VR-Modus. Also das sind so die Möglichkeiten, die einem gegeben werden. Oben in der Leiste steht schon Ready to Fly, dann mit dem Play-Button die Videoübertragungsqualität, die Funkverbindung von der Drohne zur Steuerung hin und wie viele Satelliten wir gerade haben. Wir wissen ja, wer meinen ersten Teil gesehen hat, wir haben hier nur GPS, kein GLONASS. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis ihr ausreichend Satelliten habt, ja, um fliegen zu können. Es geht bei Koptern, die beide Satellitenarten, also Russen und Amis, miteinander kombinieren. Da ist der Kopter viel schneller startklar. Und die Verbindung ist natürlich stabiler. Wenn man zum Beispiel etwas tiefer fliegt, um einen herum sind viele Bäume und so weiter. Also das sollte euch auch nochmal bewusst sein. Akkustand ist ja klar, ist bei 100%. Hier sagt der Hersteller um die 23 Minuten. Ja, werden wir gleich mal austesten. Ist natürlich der erste Flug, dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, unser Akku hat noch nicht sein volles Potenzial entwickelt. Der rote Knopf ist ja klar. Hier starten wir in dem Fall unsere Videoaufnahme, weil wir gerade im Videomodus sind. Wenn wir aber den Knopf oben drüber drücken, gehen wir in den Fotomodus.
steht auch links als Information direkt da. Wir gehen aber zurück in den Videomodus erstmal. Diese Schieberegler hier sind Einstellungen. Ihr seht es schon, wir werden in 4K und 30 FPS aufnehmen und viel mehr können wir hier auch nicht mehr einstellen. Der Weißabgleich ist auf Auto, die Farbe auf gewöhnlich und Videoformat auf MP4. Movie können wir eh nicht auswählen, also hätte man den Punkt auch weglassen können. So, auf dem Zahnrad können wir nochmal Einstellungen machen, wie zum Beispiel die ISO, die ist auf automatisch, die Belichtung, die Sättigung, Kontrast, Schärfe, ob wir ein Gitternetz einblenden wollen, SD-Karte formatieren und Kameraeinstellungen zurücksetzen. Also, alles auf Auto jetzt. Ich will sehen, wie sich die Kameraautomatik schlägt. Gerade für Fluganfänger, für die der Copter, glaube ich, ganz gut geeignet ist, die sollten sich dann aufs Fliegen konzentrieren und nicht, ach, welche ISO-Einstellung nehme ich denn jetzt? Ach, da ist ein Baum. Da stelle ich noch vorher schnell die Blende ein, damit ich eine schöne Tiefenunschärfe habe, wenn ich reincrashe. Nein, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Okay, und mit diesem herrlichen Piepston wird die Videoaufnahme der Drohne eingeleitet. Wir aktivieren die Drohne jetzt mein allererstes Mal mit einer Hubson. Ich mache es mir einfach, drück den Take-Off-Knopf auf der Steuerung, gedrückt halten. Hup, und dann steigt das Dröhnchen schon in die Luft. Bisschen näher rankommen. Ja, er lässt sich so ein bisschen vom Wind mittreiben. Das war jetzt ein bisschen ungewohnt für mich, um ehrlich zu sein. Ihr habt es gesehen, die Drohne ist der Kamera relativ nahe gekommen. War keine Absicht. Auch jetzt wandert das Teil ein bisschen. Wir haben zwar ausreichend Satelliten, damit die Drohne sehr stabil fliegt, aber in der Regel ist es ja so, GPS ist nie auf den Punkt genau. Deswegen wird die Drohne so ein bisschen rumtänzeln. Gerade bei niedrigen Höhen, wie jetzt das der Fall ist. Andere Copter wie die Fimi X8 SE, eine Mavic 1 Pro oder eine DJI Spark, selbst eine Tello hat so Dinger auf der Unterseite. Eine Minikamera plus Ultraschall- oder Infrarotsensor. Die würden das Ganze jetzt scannen und dann wird die Drohne ein bisschen ruhiger noch stehen. Aber das ist jetzt echt vertretbar. Ist jetzt nicht so schlimm, meine Freunde. Höchstens, wenn ihr dann im Inneren fliegen wollt, wo kein GPS mehr verfügbar ist. Aber so auf den ersten Eindruck, ich habe noch nicht auf die Videokamera geguckt, kann dazu nichts sagen. Das Fliegen, das macht gerade Spaß und der Copter macht einen guten Job. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich so akkurat fliegen lässt. Wenn jetzt noch auf der Steuerung diese Steuerknüppel, also die Gimbals auch etwas wertiger verarbeitet worden wären, also nicht dieses billige Spielzeugplastik, sondern ein bisschen Metall mit rein, dann wäre das nochmal viel, viel geiler. Aber vom Fliegen her ist der Copter gerade echt gut unterwegs. Im normalen Modus versuchen wir jetzt erstmal kurz Vollspeed zu fliegen und ich schaue mal auf die Geschwindigkeitsanzeige, einmal von mir weg. So, Vollkit. Acht Meter die Sekunde haben wir jetzt drauf gehabt. Mal gucken, ob wir gegen den Wind geflogen sind. Das Ganze nochmal zurück zu mir. Vollkit. Ja, 7,79. Komm, drück noch was raus. Ja, sagen wir gute 8 Meter die Sekunde macht das Ding im normalen Modus. Und jetzt in den Sportmodus. Was sagt unser Lipo? 82%. Ich gehe mal davon aus, dass wir unter 20 Minuten mit der Flugzeit sein werden mit diesem Test heute. So, und nochmal Vollkit im Sportmodus. Wow, das ist der Sportmodus? Hä? Was macht der denn anders? Also, der Sportmodus ist genauso schnell. Hä? Zurück. Vollkit, Speed. 7,5 Meter die Sekunde, 7,6. Da hat sich absolut nichts geändert. 7,9 Meter die Sekunde, 8 Meter die Sekunde. Komm, komm. Ne, über 8 Meter die Sekunde geht er nicht. Das ist schade. Aber ist halt so. Der schnellste Copter ist das nicht, merken wir mal. Aber er ist auch nicht der langsamste. Nur das mit dem Sportmodus. Bitte anders lösen, wenn ihr einen Knopf schon dafür hinbaut. So. Und wenn wir schon von hingebauten Knöpfen sprechen, testen wir auch das Return to Home. Der Copter hat sich ja den Startpunkt vorne beim Rucksack gemerkt. Ich drücke das Knöpfchen auf den Controller, das ist der Pfeil nach unten, der auf das H zeigt. Und der Copter müsste jetzt zurückkommen. Erstmal gedrückt halten. So, der Copter steigt von alleine. Wir hatten ja die 35 Meter eingestellt. Er steigt und steigt. Ja, ist fast ein Tick zu hoch fürs Return to Home hier, aber ich will es ja ausprobieren. Er steigt jetzt auf 30 Meter. Die Verbindungsqualität ist noch da, das ist sehr gut. Er dreht langsam,
Also mit der Front der Drohne kommt er zu uns zurück. Sehr schön. Ja. Mal gucken, wo er ungefähr landen wird. Und ich versuche dann aber gleich vorher nochmal einzugreifen. Der soll ja nicht ganz landen. Wir wollen ja hier noch ein bisschen testen. Gleich auch mal weiter wegfliegen und schauen, wie sich der Kopter dann schlägt. Ja, es geht sogar. Schaut mal. Ich gucke mal mit dem Gimbal nach unten. Ne, nicht runter. Ich habe jetzt eingegriffen, habe das abgebrochen. Hier vorne ist der Rucksack. Also ein Meter ist das. Ja, und so ungenau ist ungefähr dann das GPS. Das Komische ist, ich fliege weiter. Ich möchte weiterfliegen, aber der will seinen Rückkehrmodus hier durchziehen. So, abbrechen. Okay, das finde ich schade. Obwohl ich mit dem Controller, also der Steuerung, eingegriffen habe, wollte das Ding trotzdem landen. Er wollte sich nicht davon abbringen lassen. Ihr müsst dann diesen kleinen Knopf dann unter dem Controller-Symbol auf dem Smartphone drücken, damit das weggeht. So, wo steht denn gerade unsere Sonne? Damit wir mal ein bisschen höher fliegen können, auch Footage angucken. Das, was ich hier auf dem Smartphone-Display sehe, macht keinen schlechten Eindruck. Auch vom Gimbal her. Ich kann aber noch nicht erkennen, ob das Teil irgendwie zittert, wackelt, Vibrationen erzeugt. Wir sind jetzt auf 50 Meter Höhe, die Verbindung ist noch da. Also hier schlägt sich der Kopter schon mal nicht so schlecht, wobei die Übertragung nicht mehr so flüssig ist. So, wir sind jetzt mal 100 Meter weg, 50 Meter hoch. Ich sehe immer noch alles, was ich sehen muss. Also das ist in Ordnung. Ich weiß nicht warum, aber gerade die Drohnen, die über das Wi-Fi hier verbunden werden, also keine Mavic Pro mit OcuSync und so, die haben hier teilweise Probleme auf dem Feld. Vielleicht sind irgendwelche Metalle im Boden, die die Verbindung stören. Aber hier vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt auch 15 Satelliten und noch 55% LiPo. Also was Fliegen angeht, bin ich gerade positiv überrascht, bis auf die Geschwindigkeit. Einfach objektiv und neutral bewertet. Wenn wir den Controller loslassen, die Drohne legt dann eine Bremse hin, fliegen mal hoch und gleichzeitig mal den Gimbal runterschwenken. Das funktioniert auch. Mal gucken, wie die Kameraautomatik jetzt mitspielt. Das ist für die Kamera bei jeder Drohne immer eine Herausforderung. Ihr müsst das so verstehen. Wenn ihr geradeaus Richtung Horizont guckt, am besten mit der Sonne mit, nicht in die Sonne rein, dann sind das ja die idealen Lichtbedingungen. Aber wenn man den Gimbal dann nach unten dreht, dann verändert sich das Licht komplett. Und bei vielen Drohnen ist es dann so, dass das Footage in der Draufsicht dann total überbelichtet ist im Automatikmodus. So drehe ich mal die Drohne ganz kurz, damit wir nicht in die Sonne gucken. Ihr seht das? Schaut mal, wir gucken jetzt nach vorne. Zack. Überbelichtet und jetzt stellt die Automatik das Ganze ein. Ist okay. Und jetzt nochmal auf den Boden hin. Die Bedingungen verändern sich wieder. Zack. Steht auch sehr ruhig da oben am Himmel, wie angenagelt jetzt. Wir können aber noch mal auf 100 gehen und gucken, was passiert. Ja, es ist so ein bisschen ruckelig, aber da verliert sich nichts. Ja, das war jetzt der Hinweis für unseren LiPo. Der ist jetzt bei 38%. Wir powern auch gerade hoch auf 100 Meter Höhe. So, 100 Meter, wir sind angekommen. Ich drehe den Kopter um die eigene Achse, das funktioniert noch. Jetzt hole ich mal den Vogel wieder runter. Wow, das ist schon hoch. 100 Meter sind echt hoch, Freunde. Immer in der Vorwärtsbewegung runter. Geht schneller, keine Turbulenzen. Ist viel leichter für die Drohne. Ich mache mal eine Nahaufnahme von mir, damit ihr mehr Details sehen könnt. Komm mal her, Vogel. Okay, die nächste Warnung für den LiPo. Finde ich gut, dass man mehrmals erinnert wird. Bei 30% sind wir jetzt. Ich mache noch schnell ein, zwei Schnappschüsse, über die wir gleich reden werden. Ich nehme jetzt schon 16 Minuten auf. Da sind wir auch gestartet. Ja, und wenn wir jetzt noch die restlichen Prozente draufhauen, kommen wir auf fast 20 Minuten. Das, was ich gesagt habe. Ja, vielleicht auch 19. Gut gelandet, gut zu Hause angekommen und gleich kommt das Fazit zur Hubsan Zino-Drohne. Zu Beginn des Videos, wenn ihr euch erinnert, habe ich ja einen Kopter gezeigt, der DJI Spark so ein bisschen Konkurrenz für kleines Geld machen möchte. Das ist ja schon mal ein Grund, wenn ihr noch nicht abonniert habt, diesen Kanal zu abonnieren, um dieses Video nicht zu verpassen. Aber, was ich mir dachte,
hey, dein Kanal hat jetzt die 60.000 Abonnenten geknackt, es ist Sommer, du musst deiner Community nochmal was zurückgeben, was Gutes tun. Daraufhin habe ich so ein bisschen meine Kontakte bei Herstellern spielen lassen, habe denen gesagt, hey, ich möchte ein paar Sachen verschenken, könnt ihr was zur Verfügung stellen? Und die gute Nachricht, ich konnte ein paar interessante Produkte auftreiben, die ich in den nächsten Videos hier dann an euch verlosen werde. Also abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und jetzt erstmal das Feedback zur Hubsanzino. Ich denke mal großartig über die Flugeigenschaften und die Verbindungsqualität des Kopters müssen wir hier nicht nochmal reden. Ihr habt ja gesehen, das funktionierte gut. Klar, bei der Verbindung wird das Bild ein bisschen ruckelig. Es ist nicht ganz flüssig, wenn man weiter wegfliegt, aber es ist immer noch da und das ist viel wert. Deshalb jetzt das Feedback zu den Video- und Fotoaufnahmen und wir starten zunächst mal mit dem Gimbal-System, welches ja die Kamera allgemein trägt. Hier war ich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut stabilisiert. Ihr habt natürlich diese Propellerblitzer gesehen im Bild. Hier hätte man die Kamera ein bisschen weiter runterschwenken können, dann wären diese raus. Aber ich wollte geradeaus filmen und dann sieht man diese halt ab und zu mal. Also von meiner Seite her hat der Gimbal eine gute Arbeit gemacht. Und jetzt kommen wir zur Videokamera des Copters. Und dort wird vom Hersteller in der Produktbeschreibung nur erwähnt 4K bei 30 FPS und der Sony IMX irgendwas. Aber nicht wie viel Ambits und so weiter da übertragen werden, welche Qualität das Ganze hat. Und dann bin ich so erstmal davon ausgegangen, okay, es ist 4K mit 30 FPS, ich komme nach Hause, das Footage wird wahrscheinlich nicht so geil sein, sonst würden die ja so ein bisschen mehr damit werben. Dann komme ich so nach Hause, mache die Videos auf meinem MacBook an und bin einfach positiv überrascht. Ich dachte mir, was? Das ist eine richtig gute Qualität, die man hier geboten bekommt in diesem Copter. Hätte ich nicht mit gerechnet. Die Schärfe ist gut, die Sättigung ist schön, Kontraste sind da, Details sind zu sehen. Ihr habt ja gesehen, als ich mich selbst gefilmt habe, etwas näher rangeflogen bin, es ist alles wirklich gut aufgelöst. Und meiner Meinung nach kann die 4K-Videoqualität mit anderen Drohnen in dieser Drohnengröße oder Drohnenklasse auf jeden Fall mithalten. Ich habe ja diese Schwenks angesprochen. Hier ist mir eine Sache negativ aufgefallen. Gerade in diesem Schwenkvorgang hat man sehr viele Kompressionsfehler. Das ist ein allgemeines Problem von vielen anderen Drohnen, auch Actionkameras, wenn sich etwas schnell bewegt und das, was man aufnimmt, relativ einheitlich aussieht, dann sieht man überall diese Brocken und Klötzchen und die Kamerakompression ist auf einmal nicht mehr so, wie sie sein sollte. Vom Video kommen wir zu den Fotos und hier war ich genauso skeptisch wie bei dem besagten Videoaufnahmen, denn auch hier hat der Hersteller kaum Angaben gemacht. Und dann habe ich die Fotos ebenfalls angeguckt und konnte raussehen, ja, die haben die typische 4K-Auflösung. Das heißt 3840 x 2160 Pixel. Megapixel-technisch weniger als viele andere aktuelle Kameradrohnen, aber es ist in Ordnung. Man kann diese auf jeden Fall für Social Media benutzen, für tolle Urlaubsfotos. Was mir aber bei den Fotos fehlt, ist die Möglichkeit im RAW aufzunehmen, dass man später in Lightroom, Photoshop etc. nochmal einiges mehr aus den Fotos rausholen kann. Ein bisschen schade. Bevor ich mich verabschiede und das Video zu Ende ist, noch so ein kleiner Tipp von mir an die Anfänger unter euch, vielleicht auch die, die das allererste Mal mit der Zino fliegen werden. Macht bitte nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich mein Smartphone, welches ja mit der Steuerung über das Verbindungskabel verbunden ist, getrennt. Der Copter ist hochgeschossen, quer zur Seite weg. Ich dachte mir, ich sehe das Ding nie wieder. Leider war die Kamera schon aus, sonst hätte ich euch das noch gezeigt. Nun habe ich die Grünhook-Praxis mit Drohnen, dass ich sofort den Return-to-Home-Button gedrückt habe und der Copter kam auch zurück und landete wieder. Also ein Happy End gab es auch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, auf keinen Fall das Kabel von eurem Smartphone trennen, während der Copter noch am Fliegen ist. Bei anderen Herstellern ist das absolut kein Problem. Die bleiben stehen und die können dann halt auf Sicht weiterfliegen. Okay, habe ich auch was dazugelernt. So, meine Freunde, in diesem Sinne, war ein langes Video. Ich hoffe, nicht zu lang für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.